Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wir sind heute mal wieder bei der Blockhead-Serie 5 der Gruppe 2 beim Block 13. Und ich sage euch, das ist so eine schöne Serie und da gibt es noch ganz, ganz viele Blöcke. Also wir werden da noch viel Freude haben. Also ich zumindest. Und ich hoffe, ihr auch. Zuschnitt habe ich wie immer vorbereitet und da wir uns in die weihnachtliche Richtung bewegen, habe ich gedacht, nehme ich mal wieder so ein bisschen was mit Rot und Gold. Das ist meine Farbwahl für den heutigen Block. Lasst uns starten. Als erstes fertigen wir Flying Geese an. Dazu nehmen wir uns diese Teile von meinem Schnittbrett. Das sind C und B. Und wie ihr sehen könnt, ist das die No-Waste-Methode. Das ist ein großes Quadrat. Und wir legen uns ein kleines oder ein kleineres in die eine Ecke und ein anderes in die gegenüberliegende Ecke, so dass die hier schön überlappen, hier unten ausgerichtet und hier, hier und hier. Jetzt nehme ich mir ein Lineal, was über die gesamte Diagonale reicht und lege mir das in die eine Ecke an, über die Spitze zur anderen. Nehme mir ein Marking Tool und zeichne an. In diesem Fall würde ich beide kleineren Quadrate pinnen und jetzt nähst du von der gezeichneten Linie jeweils mit einem Viertel-Inch hier entlang. Das ist jetzt mein Nahtbild, nehme ich mir mein Lineal, lege es auf der gezeichneten Linie an und schneide alle Teile auseinander und bügel jetzt zur dunklen Seite. Und das mache ich mit beiden Teilen so. Jetzt habe ich noch zwei Quadrate übrig. Die lege ich mir in eine Ecke. Jeweils eins von einem Teil so. Drehe es um, lege in der Mitte an und zeichne mir wieder an. Pinne mir auch diese Teile. Und bei diesem Teil verfahre ich ganz genauso. Und auch hier nähe ich mit einem Viertel-Inch von der gezeichneten Linie an beiden Seiten entlang. Leg mir jetzt mein Lineal wieder auf der gezeichneten Linie an und schneide mittig auseinander. Und das gleiche beim zweiten Teil. Und ich büge mir jetzt die Rot wieder zum roten Teil bei allen vier Sektionen. Das sind meine fertigen vier Flying Geese jetzt. Jetzt muss ich sie noch zurechtschneiden auf 3,5 mal 6,5. Dazu lege ich mir mein 6,5 Inch Lineal an und ihr seht, dass es sehr großzügig bemessen ist, sage ich mal. Also ich lege mir die Spitze hier mit 3,25 an meiner Spitze. Und jetzt habe ich ja hier schon meine 3,5 und ihr seht, dass hier der 45 Grad Winkel genau ausläuft, da wo er hin soll, zur Spitze. Und so schneidest du alle vier Teile zu. Als nächstes nehmen wir uns die Teile E und F. E ist das Print bei mir und F ist der Hintergrund. Und die nähen wir nicht an der schrägen Kante zusammen, sondern hier an der geraden Kante. Und das tun wir wie folgt, rechts auf rechts, mit einem Viertel-Inch hier entlang. Und das mache ich mit allen vier Teilen so. So dass das so aussieht. Das ist eine Hälfte wie beim Hourglass. Im nächsten Schritt nehmen wir diese Unit, die wir eben erstellt haben, mit dem Teil D zusammen. Das Teil D ist auch ein Quadrat, was diagonal einmal durchgetrennt wurde. Deswegen brauchen wir hier einmal die Mitte. Die kniffen wir uns so ein bisschen und legen uns die auf die Naht. Und nähst hier entlang. Das ist eine schräge Kante, da muss man ein bisschen aufpassen. Also nicht den Stoff ziehen, sonst wälzt sich nachher der ganze Block. Und ich schneide noch nicht ab, ich nähe gleich die anderen mit dran. Ich habe erstmal einen probiert, weil mir das zu klein vorkam, dieses Teil, aber das ist alles richtig. Ich zeige euch gleich warum. Das schneiden wir uns jetzt auf 3,5 Inch. Diese 3,5 Inch die lege ich mir hier unten an der Spitze an, wo das eine Dreieck aufhört. Und hier oben, also wie ein Half Square Triangle eigentlich.
schneide hier ab, rechts, dann oben, drehe um, nehme mir mein 3,5 Inch Maß und ihr seht, dass es wirklich sehr großzügig bemessen ist, da hat man keine. So sieht es dann aus, 4 Stück. Aus diesen eben genähten Teilen bilden wir jetzt ein Pinwheel. Und zwar fange ich so an, dass das Rote zu mir zeigt und die Diagonale so lang zeigt. Dann das Rote so zum Hintergrund. Das ist so ein schöner Block und so einfach. Und so. Ja, das kennen wir, das ist ein Vorpatch. Nehme erst diese Seite zusammen und dann folgt die andere. Und ihr seht, wenn es so gebügelt ist, dass es gleich wunderbar einrastet hier und auch gut passt. Jetzt bügel ich mir, ja, man könnte es auseinanderbügeln, also oder so ganz klassisch so lang und das andere so lang und dann die Quernaht. Jetzt lege ich mir die Punkte aufeinander. Richte mir beide Teile rechts und links aus und schließe jetzt die Quernaht. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Ich würde sagen Punktlandung. So, so von links hat man immer so ein kleines Dingens, wenn man es auseinander macht. So. So, jetzt bin ich gespannt. Das ist ja die Mitte. Es bleibt so liegen, wie wir es eben gemacht haben. Dann folgen die Flying Geese. Oh, der gefällt mir aber schön, der Block. Oh, ich bin immer wieder begeistert, was man aus Farben, was man da für einen Effekt erzielen kann. Und jetzt nehmen wir unsere letzten Teile A. Hätte ich jetzt fast vergessen in meiner Begeisterung. Schwupp und schwupp. So, und jetzt haben wir wieder unser 9-Patch. Erst hier, dann hier, dann die beiden und dann die Quernähte. Also ich habe jetzt jeweils nach außen gebügelt, die Teile A und das andere zur Mitte, sodass die Nähte einrasten, wenn ich sie rechts aufeinander klappe. Und jetzt schließe ich beide Quernähte in der gleichen Art und Weise. So, das ist jetzt mein fertiger Block. Indigo Light heißt es. Also ich finde den so schön. Den kann ich mir auch wunderbar vorstellen mit Blau. Verschiedene Blautöne. Das ist meine Weihnachtsvariante. Ja, klassisch. Bisschen Gold, bisschen Rot. Alles Reste. Hab Dank fürs Anschauen und wenn du magst, sehen wir uns gerne wieder beim nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.